Facelift für die Mercedes-Benz B-Klasse. Nach Wegfall der A-Klasse als Minivan muss die B-Klasse nun noch mehr Kunden ansprechen. Bisher verfügt sie aber schon über einen breiten Kundenstamm. Die B-Klasse spielt eine wichtige Rolle in unserer Modellpalette. Wir haben 2005 mit der ersten Generation angefangen. Jetzt sind wir in der zweiten Generation seit 3 Jahren. Von der zweiten Generation haben wir 380.000 Fahrzeuge bis jetzt verkauft. Insgesamt beide Generationen zusammengerechnet rund 1 Million Fahrzeuge. Und wir sprechen mit der B-Klasse ein breites Kundenspektrum an. Junge Familien, sogenannten Silver Ager und Flottenkunden. Im Zuge des Facelifts wurde die B-Klasse optisch noch einmal aufgefrischt. Das LED-Tagfahrlicht wurde nun in die Scheinwerfer integriert. Ein neuer Stoßfänger hilft weiterhin, die überarbeitete Version ein wenig athletischer dastehen zu lassen. Bei den Motoren wurde auf eine Verbrauchsoptimierung geachtet. Die Top-Motorisierung verbraucht maximal 6,6 Liter Super auf 100 Kilometer, sofern sie mit dem Allradantrieb gekoppelt wird. Wir haben jetzt 4 Motorvarianten mit Allrad, 2 Benziner, jeweils die stärksten Benziner, und 2 Diesel, die jeweils mit Allrad zu haben sind. Das ist auch das breiteste Portfolio zum Thema Allrad in dem Segment, was bisher angeboten wird. Das Portfolio der B-Klasse wird jetzt zusätzlich durch ressourcenschonende Varianten abgerundet. Die umweltfreundlichste wird innerhalb von 3,5 Stunden an einer Steckdose geladen. Die Strategie, wie wir in die Zukunft fahren wollen, ist, wir haben 3 Säulen. Wir haben die verbesserten konventionellen Antriebe mit Verbrennungsmotor, Diesel und Benzin. Wir haben die Plug-in-Hybriden für das mittlere Segment. Und für die vollemissionsfreie Fahrt haben wir unser Elektrofahrzeug. Das ist in dem Fall jetzt die B-Klasse Electric Drive. Und wir glauben, dass wir damit einen großen Anfang gemacht haben, mit dem man auch in die Zukunft fahren kann. Optisch unterscheidet sich die elektrische Variante auf Wunsch durch blaue Farbakzente und Schriftzüge an der Seite. Beim Fahren fällt das geringe Geräuschniveau der strombetriebenen Variante auf. Von außen hört man maximal das Abrollgeräusch der Reifen. Wir haben in der B-Klasse einen Semi-Sandwich-Boden eingezogen. Wir haben praktisch die Gene von der alten B-Klasse und die Gene der neuen B-Klasse gemischt. Der Semi-Sandwich zieht sich in der Mitte der Fahrgastkabine unter dem Fahrersitz hoch und geht bis nach hinten zum Gepäckraum. Dort haben wir die Batterie am sicherst möglichen Platz untergebracht, noch in einem Trag- und Schutzrahmen. Zusätzlich haben wir einen Elektromotor auf die Vorderachse gebracht, der 340 Newtonmeter Anzugsmoment hat, ab Drehzahl 0. Und wir beschleunigen mit dem Auto in weniger als 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Der Fahrspaß ist faszinierend und arg viel mehr muss man an so einem Auto gar nicht machen. Die Reichweite der B-Klasse Electric Drive liegt bei gut 200 Kilometern. Emissionsfreier Fahrspaß mit günstigen Betriebskosten. Das Ganze bietet Mercedes schon ab knapp über 39.000 Euro an, also in derselben Preisklasse wie die Top-Verbrennungsmotoren.